ist jetzt der dritte Platz für heute, an dem der Gunter Demnig einen Stolperstein verlegt. Dieses Mal für den Johann Holzheu, über den Holzheu. Dann wollte ich mich bloß noch kurz bedanken bei dem Paten, Frederik Hintermeier. Wo ist er? Da ist er, das ist der Pate. Erinnern mit dem Stolperstein an Johann Holzheu, geboren am 23. Februar 1895 in Scheuring, ermordet am 5. Mai 1939 im Konzentrationslager Dachau. Am 30. November 1935 kommt Johann wegen seiner sexuellen Veranlagung zum ersten Mal für ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Dem Nationalsozialismus steht er kritisch gegenüber. Die bayerische politische Polizei begründet die Festnahme mit Schutzhaft wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit. Nach einem Monat Gefängnisaufenthalt wird Johann am 18. Juli 1936 ins Konzentrationslager nach Dachau gebracht und erhält die Häftlingsnummer 10.094. Johann ist dort unter unsäglichen Bedingungen eingesperrt und zahllosen Demütigungen ausgesetzt. Wir müssen annehmen, dass Homosexuelle vom Wachpersonal und Mithäftlingen besonders gedemütigt und an den Pranger gestellt werden. Im April 1939 machen sich die SS-Sadisten einen Spaß daraus, ihn mit eiskaltem Wasser abzuspritzen. Er muss stundenlang bei schlimmster Kälte im Freien zubringen. Johann erleidet eine Rippenfell- und Lungenentzündung. Die SS-Schergen haben ihn ermordet. Der Totenschein erwähnt neben der Lungenentzündung eine Herz- und Kreislaufschwäche. Johann verstirbt am 5. Mai 1939 im Alter von 44 Jahren. Seine Mutter Maria stimmt der Einäscherung nicht zu und möchte ihn in Scheuring beerdigen. Der Verstorbene wird in einer ungehobelten Fichtenholzkiste zur Mutter gebracht. Den Angehörigen wird untersagt, den Sarg zu öffnen. Aber der Stiefbruder Michael und Josef öffnen ihn dennoch. Johann liegt nackt darin, nur auf Papier gebettet. Seine Mutter Maria muss für die Überführungskosten 300 Reichsmark bezahlen.